Bei meinem letzten Video habe ich auch in LinkedIn angegeben, dass die ein Durchstandsbereich mit den Angaben innerhalb von 2 Minuten, lass es 3 sein, anzufertigen ist. Und da habe ich natürlich gleich den ersten Kommentar bekommen: Das ist unmöglich, funktioniert nicht, kannst du vergessen, bla bla bla. Und das will ich aber jetzt beweisen. Subparts, Dübelleiste auswählen, in die Bemessung reinschauen, den ersten Bemessungsausdruck kopieren, beziehungsweise den Code einfügen, Doppelklick generieren lassen. Hier wurde die 1 erkannt, einmal ablegen. Ich sage jetzt hier in HIT Abstand mit Kontrolle 5. Wunderbar. Einmal escapen. Die nächste Dübelleiste hängt schon am Mauszeiger, aber die wollen wir natürlich jetzt alles generieren mit diesem Produktcode. Einfügen, doppelklicken, den Kurztextvorschlag übernehmen, absetzen, escapen, absetzen, escapen. Und das Ganze können wir jetzt natürlich jetzt kopieren. Kopieren wir einmal von dem Mittelpunkt. Moment, ich setze ihn mal erstmal hoch. Ich glaube, ich bin nämlich schneller, weil ich das Ganze natürlich jetzt in 45 Grad einrastern lasse. Und nochmal selbe Spielchen. Ich drehe das nochmal um 45 Grad weiter. Yep, lass es einrasten und verschiebe das Ganze aus dem Achspunkt. Hier, Achspunkt wählen. Wieder 5 cm nach links. Auch diese Achse nehme ich einmal hier und an den Eckpunkt dran. Jetzt kopieren und drehen. Rechtsklick für die Summenfunktion. Die Dübelleisten markieren, in die Mitte den Mittelpunkt wählen, viermal einstellen, bestätigen, 90 Grad Enter. Wir sind fertig und haben auch eine assoziative Liste dazu. Viel Spaß damit. Ciao, Servus, euer Peter. Like nicht vergessen.